Herzlich willkommen, Freunde, zur späten Stunde. Es ist 12 Uhr Mitternacht und ich spiele Minecraft und nehme Schein auf. Verheißt nichts Gutes, ist aber ganz egal, denn ich habe hier was zu zeigen. Nämlich hier, wie ihr seht, hier die letzte Folge haben wir sozusagen eine Art Keller ausgebaut. Das ist jetzt, ja, wieder rückgängig gemacht worden. Nicht von mir per Hand, nein. Es gab einige Probleme mit dem Server. Was heißt einige Probleme? Es gab ein einziges Problem und zwar hat sich Nitrado gedacht, hey, wir updaten alle Server einfach mal auf 1.7. Da unsere Mods aber nicht auf 1.7 arbeiten, mussten wir ein Backup drauf spielen, weil einfach die Map dann sozusagen, ja, kaputt war. Wir mussten ein Backup drauf spielen und daher hier, ne, also ist vom selben Tag gewesen, nur halt von 5 am Morgen oder 6 Uhr am Morgen. Und wir haben erst um 10 am Abend aufgenommen. Das ist klar, dass das dann weg ist. Aber das ist egal. Moment, kurz mal kratzen hier. Okay, gut. Dann, was machen wir jetzt? Es gab wieder einen Tag lang kein Minecraft. Was heißt kein Minecraft? Minecraft gab es schon, aber kein Schein. Weil, ich sag's mal so, wie es ist. Das Projekt ist kurz vorm Ende. Weiß nicht, wie kurz genau, aber es steht schon sehr nah in der Zukunft, das Ende. Und ich weiß auch nicht, was ich machen soll jetzt noch. Ja? Also ich meine, ich könnte theoretisch jetzt wieder täglich ein Part raushauen, wo ich einfach irgendwas mache, aber ich will ja auch unterhalten. Und wenn ich nicht selbst weiß, was ich machen kann oder irgendwas Neues entdecken kann oder so weiter, dann ja, macht es mir keinen Spaß mehr und euch keinen Spaß mehr zuzusehen. Und ja, es gab zwei Vorschläge von euch, Tinker's Construct und Farmcraft. Beides, muss ich leider sagen, lehne ich teils ab. Tinker's Construct ist halt so, dass es einfach viel zu lesen wäre für mich. Ich meine, es ist okay. Ich lese recht gerne, aber meistens nur Englisch. Aber ich möchte jetzt nicht für ein Projekt, das eigentlich gleich oder bald zu Ende geht, automatisch, auch wenn noch mehr zu tun gewesen wäre, wäre es bald zu Ende gegangen, mich einlesen in einen Mod, der richtig, ich weiß nicht, also ich sehe ihn als komplexen Mod an, weil man kann richtig viel damit machen. Was ist das denn? Bau dich richtig auf, bitte. Baust du dich auf? Hallo? Na, endlich. Oh Gott. Gut, dann gehen wir da runter und wieder rauf. Ach, das ist ein Pilz. Okay. Das haben wir gespawnt, das ist so ein Eternal Frost Dungeon, der, ja, der lässt sich zwar abbauen, aber wenn da noch ein Boss drin wäre, also für die Leute, die jetzt nicht letzte Folge, beziehungsweise vorletzte Folge, ich weiß nicht, wann das genau war, zugesehen haben. Warte, die baue ich ab. LOL. Hey, die kann man mitnehmen. Das wusste ich bislang nicht. Gut, gehen wir da raus. Ja. Das ist mir eindeutig zu viel, denke ich, das Construct. Farmcraft ist so, dass man einfach, ich weiß es nicht, ja. Es ist zwar toll, aber es ist nicht gerade viel zu lesen, aber es geht halt nur sehr langsam voran. Ich meine, ich habe jetzt offscreen einiges an Zeug erforscht. Moment, ich zeige euch das mal hier so. Vorbeilaufen. Hallo. Da war vorhin ein Loch. Ach, deswegen habe ich kein Loch mehr in der Wand. Ich verstehe. Hier aber. Ha, wunderschön. So, weiter machen wir da gleich einen Weg runter. So, ist doch wunderschön hier. So, habe ich hier das erforscht, das Ganze. Okay, ich dachte schon, es hängt sich auf. Hier die ganzen Aspekte habe ich erforscht. Jede Menge, auf jeden Fall, aber You know what I'm saying? Okay. Und das ist halt trotzdem, wir haben nicht diese Aspekte, die man braucht. Ich meine, ich kann mal nachschauen, ja, also schauen wir mal. Brains, haben wir Brains? Wo sind Brains? Bin ich dumm? Bin ich dumm, dumm? Da haben wir Ordo. Das ist das. Dann die Eule. Haben wir 43 Stück. Und die Brains. Haben wir Brains? 12 Stück. Okay. Nicht schlecht. Okay. Ich dachte, wir hätten sie nicht. Ich meine, wir könnten gerne jetzt mal weitermachen mit Farmcraft, aber ich bin nicht gerade so überzeugt von Farmcraft gerade. Wir probieren es einfach mal aus. Schauen wir mal wieder, wo die Seite ist. Warte. Hup, hup, hup. Ja, grüß dich. Da haben wir es ja. Diese Research. So, okay. Wir müssen von Ordo zu Brains war was? Cognitio. Okay.
Cognitio zu Ordo. Da, okay. In 1, 2, 3 Schritten minimal. Find Connection. Drei dazwischen, oder? 1, 2, 3. Ja, drei dazwischen. So, genau. Wir brauchen Humanus. Das heißt, wir haben hier Humanus. Das machen wir dahin. Fabrico. Das, ja. Machen wir das? Das da. Genau. Instrumentum haben wir auch. Gut, und jetzt von der Eule zu Ordo. Okay. Oder nee, von Cognitio zur Eule. So, in 1, 2, 3, 4. Was? 3. In 3. Okay, auch wieder in 3. Find Connection. Wir brauchen. Air, Sensus und Spiritus. Okay. Eier. Eule. Boah. Spiritus. Haben wir. Wir haben sogar Spiritus. Oh. Okay, wir haben Research Expertise. Bitch, please. War doch gar nichts. Ha. Research Expertise. Okay. Dann gehen wir da rein, da haben wir nämlich alles. Und zwar habe ich hier die Goddess of Revealing schon angefangen, die ich aber irgendwie nicht hinbekommen habe. Vielleicht kriege ich sie ja jetzt wieder hin. Wäre auf jeden Fall geil. So, gehen wir mal hin hier. So, dann schauen wir mal, das wäre das Beste, was wir machen könnten. Könnten. Wir müssen zu, okay. Das ist Auram, oder? Ja, okay, daran kann ich mich erinnern. Das ist Sensus, das habe ich mir gemerkt. Und das ist halt Magic-Gedöns, ich weiß nicht. Das heißt Propositio oder wie? Wo haben wir das? Magic. Braicantatio. Knapp. Okay, wir müssen jetzt mal kurz von Magic zu Sensus. Da haben wir es. Magic zu Sensus. 1, 2, 3. Wieder 3. Find Connection. Da gibt es so eine Seite, die kann ich auch gerne verlinken, falls ich es nicht vergesse. Da gibt es so eine tolle Seite. So, okay. Auram Eier. Motus Eier. Okay. Wunderschön hier. Motus ist was? Das ist der Mensch, der sich bewegt. Nicht der Mensch hier, sondern. Gehst du weiter, wo bist du? Saxus Permustatio. Motus! Oh, den haben wir nicht! Warum haben wir keinen Motus? Ja, daran scheitert's. Jetzt schon. Traurige Sache. Gut, Motus brauchen wir auf jeden Fall für das hier. Dann Copper One Caps. Oh, da haben wir ja. Oh, das war nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Da sind wir schon weit gekommen. Dann. Wir müssen von Instrumentum, das ist da oben, da, zu Vastas. Permutatio oder was? Permutatio, sag ich doch. Ein bisschen merke ich mir doch noch. So ist mein Gehirn ja jetzt nicht. Permutatio. Mit 1, 2, 3, minimal 3. Irgendwie durchgehend minimal 3 Connections, ne? Fällt mir nur so gerade so auf, ne? Ist ja jetzt nicht so. Okay. Wir brauchen Maschina. Ich hab's anders gemacht. Wieso hab ich's anders gemacht? Die Seite zeigt mir an, dass ich Machina brauche. Und Motus. Und dann Aqua. Das war's. Geht das auch so? Oh, Mann. Aqua zu Bestia. Boah, wenn das nicht geht, dann. Oh Gott, ey, ich geb's gleich auf, ey. Aqua zu Bestia, so. Schauen wir mal hin. Aqua zu Bequa. In einem Step. Moah. Motus. Ich krieg zu viel. Kriegt man das weg und kann man Humanus benutzen? Auch nicht. Oh Gott, ich.
Okay, ein Versuch geht noch. Ein Versuch geht noch. Dann gehen wir auch schon zum nächsten Research. Und zwar Humerus zu Bermustatio. Schauen wir mal, wie man das macht. Nee, man braucht überall Motus zu. Ich verstehe das nicht. Die traurige Welt. So, kann man nicht machen. Wandfoki. Feuer zu Magic. Das hört sich erstmal nicht so schwer an. Ne? Also 1, 2, 3, Dreier Verbindung. Zack, zack. Find Connection. Lux, Feuer, Potentia, das war's. Das sollten wir sogar haben. Das könnten wir sogar machen, glaube ich. Lux. Lux. Da looks like Link. So. Dann haben wir da 70 haben wir. Wir haben 70 Feuer, also Ignis. Oder, ja, doch, Ignis. Boah, ey, mein Auge juckt. Warum weiß ich nicht? Ich sollte schlafen gehen. Egal. Potentia. Das ist die Hand Gottes. Da haben wir es ja. Ja, wir haben Wandfoki for Meets Function. Kenn ich zwar nicht, aber ist egal. Nächstes gleich mal, bevor ich beginne. Great Wood Wandcore. Oder Wandcore. Repository of Magical Energy. Oh Gott. Braucht man sicher wieder Motus zu, aber hey, ich probier's trotzdem mal aus. Instrumentum zu Breikadöns. Nee, kein Motus. Moment. Wir brauchen Telum. Das ist Weapon. Das sollte ich auch haben, weil wir haben unser Schwert. Jawoll. Von Instrumentum weg. Genau. Perditio. Das ist der Blitz. Den haben wir da auch. Vakos. Ich weiß zwar nicht, von wo ich den habe, aber ich habe ihn. So, und jetzt brauche ich den... Hä? Was ist das denn? Wie heißt denn der? Habe ich den schon? Arbor. Erinnert mich an Pokémon. Arbok. Oder Rettern und so. Gut, Arbor zu Gedöns. So, dann gehen wir mal rauf da. Alienis. Okay. Arbor, da haben wir es ja. In 1, 3, 3 Connections. Bam. Oh, das geht nur in 1, 2, 3, 4 Schritten. Und wir brauchen keinen Motus dazu. Das heißt, es könnte sein, dass wir es schaffen. Wir brauchen zuerst mal Herber. Herber von Arbor weg. Dann braucht man Kranum. Dann braucht man... Was ist das denn? Ordo. Ach, shit happens. Ordo. Und dann braucht man wieder die Hand Gottes. Die haben wir da. Fertig ist das Mondgesicht. So. Arcane... Ach ja, das ist der Aufzug. Das ist der Aufzug, den der liebe Herr Nordab hat. Oh, shit happens. Oh Gott. Motus. Ich wette mit euch, irgendwo braucht man in der Form hier jetzt einen Motus. Irgendwo ist es so. Ich habe so Bock auf Eistee gerade. Habe aber keinen zu Hause. So, das und ich glaube, das ist AE. Da haben wir es ja. In Dreier Connections. Gut, da brauchen wir nur Aqua Gelum und Tempestas. Wo soll ich denn das hier haben, Alter? Auf einmal habe ich es, pass auf. Temp. Nee. Hab ich nicht. Leider. Pech gehabt, ne? Ist halt so. Gut, vielleicht könnten wir aber das andere machen. Von Motus zur Feder. Feder ist, Volatos. Okay, ganz unten. Volatos. Da brauche ich, Was? Da braucht man Motus zu. Auch nicht schlecht. Gut, dann von der Feder zu AR. Braucht man auch Motus zu. Gut, dann können wir das schon mal vergessen. Perfekt. So, dann schauen wir mal in der Thaumonomicon rein. Research Mastery. Deconstruction Table. When taking a good look just isn't enough. You need scribing tools and paper to get this research note. Aha, aha. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber ich nehme es trotzdem. Wo sind meine Scribing Tools? Wo sind meine Scribing Tools? Oh Mann, da mache ich mir halt neue, ey. Ist doch uncool gerade. Ich weiß nicht, wo ich meine Scribing Tools hingelegt habe, daher mache ich mir jetzt einfach mal neue. 2 Stück! Wie wunderschön ist das denn, ey? So.
Oh, falsch. Tamanokan, das nehme ich, das nehme ich. Okay. Das habe ich schon. Advanced, okay. Master Note Tapping. All your Viz are belong to us. Click to get... Ja, egal, gib her. Gib her. Hä? Ah, new enchantment. Okay, Potenzi, Frugal, Treasure, Repair, Haste. Interessanter Stuff. Tamaturgi. Nee, ja doch. Das ist, glaube ich, mit Venfoki, oder? Ja. Oder doch nicht. Gold One Cap. Copper One Cap. Venfoki haben wir ja nicht geschafft, genau. Oder? Doch, das haben... Wie geil ist das denn, ey? Nehmen wir mal das alles hier. So. Und dann wieder Thaumonomikon. Greatwood One Core haben wir jetzt schon. Wandfokus. Oh Gott, nein, ich kann damit. Nein. Ernsthaft jetzt? Oh ja. Ha. Ist das geil. Hä? Wandfokus Frost fertig? Was? Hä? Was? Ist. Da ist doch gerade. Das schaue ich mir dann im Video an. Das ist. Wandfokus Frost ist auf einmal fertig Was? Eagle Trade Excavation? Ha! Wie, was ist da denn los gerade? Wir fangen an mit. Den. Eagle Trade. Aha! Da war jetzt sicher irgendwo ein Modus drin. Alter, das ist ein Riesenabstand. Alter. Das sind Abstände des Todes. By the way, es heißt Abstände. Also, nicht Abstände. Boah, was ist denn das Grüne jetzt? Jetzt mal... Aha. Das ist Terra. Okay, wir müssen von Terra... Terra. Okay. Interessant. Zu Permutatio oder Permutatio heißt es ja nicht ohne S, sondern Permutatio. Damals ja. In 1, 2, 3, 4, 5er Schritten. Alter. Ma, warum braucht man denn überall Motus? Wo kriege ich den Motus her? Verdammt nochmal, ey. Das gibt's nicht, ey. Wirklich nicht. Ich krieg gleich Kopfschmerzen von dem Blödsinn. Moto Thumbcraft 4. Show me that shit. Okay. Okay. Motus. Nicht schlecht. Machen wir mal schnell. Warte. Holz. 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 Da haben wir es ja. Whoop, whoop. Yeah. So. Schnell zur Workbench. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr, aber... Oh, komm schon, ey. Und probieren kann man es trotzdem. Ha, Wahnsinn. Ja. Lol. Schon langsam geht mir das am Nerv. Das ist doch... Ist doch Bullshit gerade. Ich schau gerade auf Farmcraft 4 Seite und da steht Boote geben Motus. Ist ja nicht so. Haben wir Eisen? Eisen. Dann brennen wir halt Eisen, ist ja. Ist ja jetzt nicht das Schlimmste. Komm, dann nehme ich das da auch gleich raus und mach das da rein. Mann, ey. Und wenn das nicht passt, dann mache ich mir nochmal was aus Holz. Was? Nein, ich will keine. Was? Wie macht man einen Trapdoor? Warum? Ach, wisst ihr was? Vergisst es einfach. So. Da, ey. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Und was war denn das jetzt schon wieder für ein Schrott-Item, ey? Da. Komm schon. Oh, yo. Das macht so viel Spaß. Ey, Alter. Na, endlich. Kriegt man noch seine Spastika hier, Alter.
So. Mhm. Doors. Hi. Das stimmt ausnahmsweise mal wieder. Okay, verstehe. Ja, okay. Ich verstehe es trotzdem nicht. Ja, egal. Habe ich eine Trapdoor über meinem Bett. Ist in Ordnung. Ist ja jetzt nicht die Welt. Wenn, schauen wir mal, ob das stimmt. Boah, ich kann das nicht planten. Dann mache ich es anders. Hier, da. Auch nicht. Egal. Ich habe 2 Motors. Sollte reichen für dieses... für diese Wand, Foki. Foki? So, okay. Schauen wir mal gleich. Wir müssen von Terra zu Bermutatio. Ich brauche Ita. Da, den Itaka. So, dann brauche ich Motus. Motus. Motus? Hallo? Ich sehe Motus nicht. Ich bin blind. Da haben wir es. So. Dann Aqua. Zack. Dann Permutatio. Ist das eine komische Welt, ey. Dann wieder Aqua. Und wir sind da. Wunderschön. So, dann von Terra zu PA gedöhnt. Merkt man sich nie den Namen. Ich zumindest nicht. Mit mindestens 1, 2, 3, 4, 5 Connections. Kein Modus! Ja! Tut mir leid, das musste gerade gemacht werden. Ich brauche keinen Modus für diesen Blödsinn. Gut, das heißt, ich brauche zuerst mal Aqua. Bam. Was? Oh. Fehler. Tut mir leid. Da brauche ich Aqua. Limus. Wo kriege ich Limus her? L? Aha. L? Oh nee, ey. Ich hab keinen Limus. Kriege ich wahrscheinlich nur von Slimes oder so her, ne? Boah. Ich krieg zu viel. Moment. Das müsste funktionieren. Wenn ich das jetzt mache, Moment. Nee, niemals. Ich bin mal gespannt. Okay, das geht. Ich verstehe. Ich verstehe es zwar immer noch nicht, aber ich verstehe trotzdem. So. Dann, Farmes. Was ist Farmes? Das ist Farmes. Interessant. Farmes. Okay. Dann brauche ich Fakurs. Wieder das Vakuum gedöhnt. Wo haben wir das denn das? Das sind das. Da haben wir's. So, dann werde ich das nochmal so ausprobieren, weil das geht ja. So. Und dann einfach nochmal das Vakuum gedöhnt, ne? Also. Wir haben's geschafft. Was für. Ganz. Ach, geil. Oh. Geil. Ist das geil, Alter. So, okay. Wir haben. Oh, ja. Wandfokus equal trade. Das heißt, ich könnte theoretisch damit Bedrock abbauen. Das ist es. Alter. Awesome. Shit. Meine Frage an euch. Ganz kurz, einfach so, weil ich es kann. Mit was mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Wie kriege ich auf meinen Zauberstab diesen Wandfokus drauf? Sagt mir das bitte jemand. Bitte. Bitte. Okay, egal. Dann, schreibt einfach mal bitte in die Kommentare, ich weiß es nämlich wirklich nicht. Und wir machen weiter beim nächsten Mal mit Excavation. Mit den ganzen Wandfoki machen wir weiter. Dankeschön fürs Zuschauen. Heute mal etwas länger wieder die Folge, 25 Minuten, nicht 20 Minuten. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis zum nächsten Mal und tschüss.